Ja, ich komme jetzt nochmal zu der Kiste, ein kleines Update. Ich hatte da noch mit jemandem gesprochen. Er meinte, es könnte was mit der Elkus sein, dass der hier nicht ganz so rund läuft. Und ich hatte jetzt mal vor, zu gucken, ob das wirklich so ist, ob da Rippelspannung drauf ist oder nicht. Und wie viel vor allen Dingen. Achso, ich muss jetzt trotzdem den Deckel haben. Und eventuell kam mir noch in den Sinn, der ist noch nicht zugeschraubt, dass ich da doch noch schmieren kann, die zwei Sachen. So, dann nehme ich das nochmal hoch. Und da sitzt ein Elko drauf. Hier hinten drin, da sitzen lauter Elkos. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie das mit der Rippelspannung aussieht. Und schmieren hier hinten zumindest das kleine Rad, das könnte ich da an meinen Tropfen Öl ran machen, und vom Teller könnte ich mal hier aufmachen und mal gucken. So, und ich wollte eigentlich auch mal wissen, was da genau an Spannung rauskommt aus dem Trafo. Wenn ich jetzt wüsste, was hier wohin geht. Trafo da und da. Das ist das, das ist Sicherung. Es geht da runter, das geht da rum, bla bla bla. Gute Frage, nächste Frage. Was kommt aus dem Trafo und was? Und wo geht da was hin? Das geht zu den Lampen. Das kommt vom Schalter. Das ist Audio. Also, das Gerät ist aus den 70er und hier auf dem IC steht drauf 7311, also 11. Woche 1973. Ist auch nicht das einzige IC, was ich jetzt gerade sehe. Und ja, ich mache da jetzt einfach mal Strom rein. Ich messe mal, was da jetzt überhaupt an Spannung ankommt. Es müsste ja hier, es müsste ein Netzteil noch sein, irgendwie. Gleichrichter, Spannungsregelung, keine Ahnung was. Weil ich mir so gedacht habe, eventuell könnte ich das Teil sogar auf Akku laufen lassen. Platz ist ja genug da drinne. So, machen wir das mal an. So, die Lampen gehen da unten ran. Einmal da. Es scheint Wechselspannung zu sein für die Lampen. 16 Volt AC. Das ist schon ganz schön viel. 16 Volt ist ganz schön viel. Ich denke mal, das kommt auch vom Trafo. 16 Volt. Also 5 Volt AC am Gleichspannungsausgang, ich glaube, das nicht gut. Minus 20 Volt, ja gut, 20 Volt. Ich habe jetzt vertauscht. 20 Volt. Bei 5 Volt Ripple, Gott. Ich nehme mal das Mini-Ossi. So, also jetzt habe ich das große Ossi drin. Messe hier etwa 18 Volt DC und AC. Was haben wir da?
Guck mal hoch. Was hatte ich gesagt mit dem Multimeter? 5 Volt? Habe ich hier gerade mal 50 Millivolt. Ich messe hier gerade mal 50 Millivolt. Was ist das denn? AC. Wenn ich jetzt mal den Plattenspieler anmache. Da wird es ein bisschen höher. Sonst 100 Millivolt. AC, True RMS. Akku ist voll. Da wird noch 5 Volt angezeigt. Was sagt der Große hier? Okay, das ist jetzt eine ganze Weile an. Jetzt hat er sich wieder geformt, ne? Aber es ist schon... ganz schön. Ich habe jetzt noch etwa 0,5 Volt Saft drauf. Wird deutlich größer. Deutlich größer. Eher die letzte Sektion, wo ich noch mal bei muss. Das war jetzt nur so ein Update. Ich wollte dann mal einmal ein Update machen. Einmal gucken. 1000 Mikro. Der andere, was ist das für eine? 4700. Die habe ich natürlich nicht da. 100 μ. Ich kann mir das ja mal aufschreiben. Die würde ich mir mal besorgen und dann würde ich die hier einbauen. Also ein 4700 μF, 3x 1000 μF, 6x 100 Mikrofarad, 4x 5, das sind dann 4,7. Zweimal 500 sind dann 470er. Also 500 kriege ich nicht. Und ein 2μ. 2μ müsste ich sogar, glaube ich, da haben. Jetzt gucke ich mal. Ja, das war nicht geplant. Tausend μ. Das sind 1000μ. 100 Mikrofarad habe ich. 22μ, 47μ,
Die habe ich nicht. 220, 470 hätte ich da. Zehn Mikro, 4,7 Mikro hätte ich da. Mache ich dann mal. Also 1000 μ hätte ich. 100 μ hätte ich auch. 4,7 μ hätte ich auch. Vierhundertsiebzig hätte ich auch. 1000, 100, 4,7 hatte ich gesagt, habe ich. Und 2 μ, 1 μ, 2,2 μ hätte ich dann auch da. Fehlt mir nur der große Haupt-Elko 4700 Mikrofahrrad. Also passt das auch, wenn man das da runtergerutscht. So brauche ich bloß den großen bestellen. Dann brauche ich noch zweimal 47 μ 400 Volt und noch ein paar andere. Gut, das war die Geschichte. Pack ich mal so rum. Ich einmal Öl, mache ich da mal einen Tropfen ran. Das ist gut so. Brauche ich nur noch meinen Schraubendreher. Wo habe ich die jetzt gelassen? Ja. Einmal kurz hier. Ich hoffe, mir fällt das jetzt nicht alles nach unten raus. Gut. Tropfen dahin. Tropfen dahin. Der hat sich ja noch gut gedreht. Das Radio ist ja auch schon 50 Jahre alt, ne? Also wenn da mal die Elkos nicht mehr wollen. Ist ja auch ganz okay. Sagt ja keiner was. Nach 50 Jahren dürfen auch schon mal die Elkos bisschen gelitten haben. Aber sie sind noch nicht komplett hinüber, so wie bei manchen anderen Geräten aus neuerer Produktion, wo die Elkos schon nach ein paar Jahren völlig ausgetrocknet sind. Oder habe ich jetzt den Schraubendreher gelassen? Da. Oder schon aufgeplatzt sind. So wie ich das ja mit meinem WLAN-Router mal hatte.
nach 5-6 Jahren, oder was der alt war, waren die Elko schon so ausgetrocknet, dass der schon gar nicht mehr richtig wollte. Und das Ding ist jetzt ungefähr 50 Jahre alt. Und die Elkos sind noch in Anführungsstrichen brauchbar. Also ich muss sie jetzt nicht unbedingt wechseln. Funktioniert ja. Und das ist das Gute dabei. Ja, macht aber noch ein bisschen Geräusche. Das könnten aber die Gummis sein. So, jetzt wollte ich hier mal einmal was gucken. Mit dem Tonabnehmer. Aha, das wird da nur reingeklitzt. Ob ich dafür was anderes kriege, weiß ich nicht. Aber ich habe, glaube ich, schon mal bei eBay gesehen irgendwo. Irgendwo habe ich gesehen bei eBay, dass es so einen Tonabnehmer gibt. Eventuell auch einen etwas neueren. Also ich baue ihn nicht um auf Moving Magnet. Ich lasse das Keramische drin, das passt. Und wenn ich einen Moving Magnet kriegen sollte, da muss ich aber das Auflagegewicht noch ändern. Und dazu müsste ich hier hinten das schwerer machen. Jetzt bin ich mal am gucken, ist das magnetisch? Das ist magnetisch. Da könnte man dann noch ein, zwei Magnete draufhängen. Könnte ich ja theoretisch sogar ausprobieren. Ich habe, glaube ich, sogar ein paar hier. Weil ich ja dann auf etwa 2 Gramm kommen muss. 2 bis 3 Gramm. Wenn ich ein magnetisches Tonabnehmersystem nehme. Sind wir bei 6, und ja. 4, 2,9, das ist doch schon fast passend. Und noch ein Magnet sind 1, noch was. 1,5, ne, ein bisschen wenig. Ich kann ja noch verschieben. 2,3. 2,7. Ich könnte es sogar auf 2,7 Gramm stellen. Mit Magneten hinten dran. Jetzt bin ich wieder bei 1,3. Wenn ich volle Kanne reindrehe, 3,6. 3,3. Das ist doch gut. Könnte man sich sogar, da hat mir der Grund drauf gebracht, diese Ausbucht
Gewichte von der Autowerkstatt besorgen. Wie viel Gramm hatten eigentlich, haben die Magnete? Und dann hinten drauf kleben, ist ja Platz genug. 20,5 Gramm haben die Magnete. Also wenn ich dann so 20 Gramm Gewicht kriegen könnte, kann ich das hinten drauf kleben und dann könnte ich da auch einen anderen Tonabnehmer drauf haben. Gut, das ist soweit okay. Gut. UKW geht auch. Also UKW geht, ist aber auch ein bisschen taub. Vielleicht gleiche ich das noch einmal ab, wenn ich die Elkos getauscht habe und dann gucke ich mal. Mit Abgleichen weiß ich noch nicht, wie ich das genau hinkriege. Ich habe da schon eine Idee, wie ich das mache. Aber da komme ich dann später mal zu. Gut, das hier hat sich jetzt erledigt. Die Elkos sind auf alle Fälle, naja, nicht auf alle Fälle, aber die Elkos sind halt alt und sollten getauscht werden. Dann wird es vielleicht noch besser. Ist es halt Ripple drauf. Also ich habe vorhin am Anfang gemessen 5 Volt Ripple. Am Ossi habe ich nichts mehr gesehen. Da war das nachher weg. Da waren es 150 Millivolt bis 100 Millivolt. Gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Muss ich bloß ein Elko bestellen. Den Rest habe ich da. Und dann werden wir vielleicht noch mal einen Teil davon sehen, wie ich die tausche. Okay, bis dann. Tschüssi.